Europa leidet unter Temperaturen über 30 Grad und auch das Milchvieh hat Stress. Eine einfache und praxistaugliche Kühlung für die Rinder hat sich da Milchbauer Alois Brunner aus St. Florian in der Südoststeiermark gebaut. Diese Aufnahmen hat er uns zugeschickt. Basis ist ein alter Ventilator aus einem Schweinestall. Hier hinein steckt er von hinten einen Wasserschlauch. An dessen Endstück kommt eine ausgediente Düse einer Hardy-Spritze. Die war wegen verschärfter Abdriftvorgaben nicht mehr zulässig. Jetzt muss man für die Konstruktion nur noch einen erhöhten Platz suchen und schon geht's los. Die Kombination aus Spritzdüse und Ventilator sorgt für einen ganz feinen Wassernebel, der weit in den Boxenlaufstall hineingetragen wird. Bei den Tieren kommt das sehr gut an, wie diese Aufnahmen beweisen. Schon nach kurzer Zeit herrscht dichtes Gedränge vor dem Ventilator.